das auch. Ja, aber die haben auch die ganzen Doomlanding Clansmen, die da waren. Stimmt. Pulverisiert. So, was machen die da jetzt? Oh, sie haben die Balliste wieder bemannt. Vielleicht. Sicher. Sieht gerade eher so aus, als würden die ein bisschen in der Gegend rumdümpeln. Ja, ich tue sie lieber mal überreiten. Ja, stimmt. Von wegen Balliste wieder bemannt. So, den Bannerträger wird es als erstes erwischen. Warum flackern die? Ich glaube, die sind dann immer so ganz kurz getarnt. Wir sind nicht da, wir sind wieder da. Wir sind nicht da, wir sind wieder da. So, und da kommen sie. Und zack! Und weg ist er. Ah, ich liebe es. War dann wohl nix. So, Eckbert, warum verlierst du Leute? So, die hier sind eliminiert. Sehr schön. Kann man den Rest auch noch eliminieren. So, ihr könnt eigentlich mal die hier verfolgen. Sie sollen zerschmettert werden. Na, wobei. Hier. Ah, ne, halt, das sind Spearmen und die sind noch nicht am Fliehen. Das machen wir jetzt anders. Dann nehmen wir jetzt mal unsere verbleibende Ding jetzt hier noch. Oh, ob ich die mit den 16 und 17 nehmen würde. Nicht, dass die dir dann noch drauf gehen. Das wäre schon ärgerlich. Defeat seems almost certain. Fick dich jetzt mal! Defeat seems almost certain. Das sieht es halt echt so, du hast halt einfach nur noch eine. Nur noch eine Front. Ich glaube, den Rücken reiben kann ich ihn schon mal. Wobei mit den 5 vielleicht nicht. Ja. Ja, wobei, bei denen wäre ich mir eh nicht sicher, ob die die Schlacht überleben. We've lost half of our men! Ja, und? Und der Gegner 68%. Warte mal, noch irgendwas, was man angreifen kann. Da, da! Die letzten Snaga-Skirmishers. Die eigentlich fliehen. So. Und... Hui! Ups. Und da fliehen sie. Was für Versager. Defeat seems almost certain, ne? Ja, so. Eindeutig, hallo. Das kannst du eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Nee. Zumindest nicht wie. Komm, reitet den doch auch nochmal in der Runde, was gerade so lustig war. Hallo? Ich hab doch keinen Bock. Ja, wahrscheinlich, weil die jetzt so ein Glitch ist, weil die quasi schon als irgendwie auf den Leitern zählen. Das kann sein, ja. Ja, nee, machen sie nicht. Naja, dann verfolgen wir halt noch die restlichen Spearmen und lassen das die Dinge erledigen hier. Wenn wir die in die reinstellen, werden sie schon angreifen. Davon gehe ich jetzt mal auch aus. Die kannst du noch überreiten hier. Ja. Wie war das? Man kann eben nicht alles haben. Naja, aber Defeat seems certain, ne? Also. Ja, also wüsste ich jetzt nicht, was du da noch machen könntest, um die Schlacht noch zu gewinnen. Hast du das mal zu verfolgen? Wir machen jetzt wieder die Aufdrängentaktik. Okay, ist, dass du im Moment eher deine eigenen Leute aufdrängst damit. Ja. Darf ich mal? Entschuldigung. Entschuldige. Darf ich mal kurz vorbei? Hey, hey. Ist ja kein Grund, mich gleich zu erschlagen. Gut, ein paar werden wir da jetzt wahrscheinlich einknicken, aber... Es ist einfach, dass wir mehr Leute hier kämpfen. Ja. So. So, wie sieht's aus, Leute? Hä? No. Jawohl. Der ist doch gleich mal voll dabei. Ja, ich würde mal sagen, das ist eine sehr erfolgreiche Schlacht. Ich jetzt auch nicht gedacht, dass es dann so leicht wird und dass der General sich gleich so opfert. Hui, ich stürme das Haupttor. Ja. Ja, er war sich zu siegessicher. Das war... Er war sich eindeutig zu sicher, dass er siegen wird. Er war einfach dumm und scheiße. Einigen wir uns darauf. So. Die letzten Doomlanding Clansmen sind tot. Nein, einer lebt. Nee, er knickt gerade ein. Verdammt. Der Arme, das hat er nicht verdient. Jetzt überreiten wir die hier einfach mal ganz galant. Schau mal, was da unten noch an der Grenze rumdüppelt. Sehr gute Frage. Das sind
noch Reiter. Ja, aber irgendwo dahinter muss noch irgendwas. Da! Uruk-hai Raiders, töte sie! Ich versuche es. Aber irgendwie. Ah, jetzt hat er. Zack! Okay, haut erstmal gut daneben. Naja, das muss man ihnen verzeihen. So. Ja, das war doch schick. Irgendwie ist da im Haupteingang. Oh, aber die da verlieren gerade schon ordentlich. Ja, das sind die, die ich zum Training geschickt habe. So, irgendwas ist hier noch da. Na, ich meine, die da sind, das glaube ich, die jetzt nur noch 52 sind. Die waren, glaube ich, vorher paar. Ja gut, ich meine, die kämpfen ja auch hier gegen ordentlich. Der Eckbert ist relativ weit vorne, den ziehe ich mal zurück. Ah, ich habe sie zurückgedrängt. Jetzt kommen wieder welche. Komm, ey. Die können sich auch nicht entscheiden. Das ist gerade so ein bisschen Flucht nach vorne Taktik. Ja. Gesundheit. Dankeschön. Jetzt klettern sie wieder runter? What the fuck? Fliehen die jetzt oder was? Nee. Die können sich einfach nicht entscheiden. Mal sagen, da chargen wir jetzt nochmal schön von der Seite rein. Ah, Eckbert. Es war nicht wirklich erfolgreich. Also ganz ehrlich, der Kerl geht mir jetzt allmählich schon derbe auf Zack. Ja. Ja. Wobei man sagen muss, dass du tatsächlich ganz schön viel verloren hast. Ja klar, ich meine, ich war da fast gar nicht gut befestigt. Ich hatte nur Militia eigentlich. Ja. Der verdammt wenige Bogenschützen, das ist halt auch normal. Die irgendwie immer noch am Sprinten sind, aus irgendwelchen Gründen noch immer. Könnte ich eigentlich mal wieder in die Schlacht mit dazu holen und von hinten reinschießen lassen vielleicht. Was, das mache ich jetzt so. Lauft ihr Säcke. Jetzt dürft ihr wirklich sprinten. Ja. Oha, jetzt hat der Eckbär da was sauber gelassen. Ja, das, der Ritt, der war jetzt nicht sehr gut. So, wir sind jetzt rein. Die schicke ich jetzt mal hier auch mal weiter. Gleich die Leute, die hier hochkommen, abfangen. Ja. Jetzt klettern sie wieder runter. Mann, meine letzten Militia-Typen werden hier gerade ausgelöscht, weil die Raiders so hart sind. Was machen die da? Sammel mal deine komplette Kavallerie wieder. Alles schön zum Eckbär schicken und dann dürfen die dann nochmal alle miteinander reinreiten. Los! Ihr seid zwar exhausted und shaken, aber ihr werdet es schaffen. Ich glaub's auch. Ja, die Raiders sind natürlich nicht zu unterschätzen. The battle seems to be swinging in our favor. Na auf einmal. Victory emerge. Ah, weil sie weglaufen. Snarkers. Ja, die können wir jetzt mit dem Eckbert schon platt machen. Dann kriegt der nämlich noch... Hallo. Behold how our cowardly foe runs. Die werden jetzt überritten. It's time to press the attack. It's time to press the attack. So. Kapiert ihr Flaschen. Uruk-hai Archers? Ja. Sind die ganze Zeit da? Ja. Okay, warum ist mir da jetzt ein Pferd eingeknickt? Das ist eine sehr gute Frage. Na, solange es nicht der Eckbert selber ist. Ja, vor allem so. Jetzt verreckt er noch so, dass so, wir haben verloren. Die Schlacht ist gewonnen. Alle unsere Feinde sind tot. Oh verdammt, unser General ist noch krepiert. kapitulieren? Ja, keine Gegner mehr da. Wir kapitulieren. Überlassen euch die Stadt und töten uns alle selber. So wie die in Shogun mit dem Messer. Und hier konnte irgendwas jetzt entkommen, aber das ist mir eigentlich relativ Jacke wie Hose. Komm, mach das doch mal im Schnelldurchlauf. Ja, stimmt eigentlich. Aber der Eckbert verliert irgendwie immer noch. Ja. Our foe is utterly vanquished. Let all who remember this day remember it as the day of our most glorious victory.
Das hätte ich doch auch mal gesagt, oder? Das war wirklich heroic. Naja, ich weiß ja nicht. Also ich meine, es war jetzt keine schlechte Schlacht, aber ob ich das jetzt als heroischen Sieg... Das ist es immer, wenn der Gegner zahlenmäßig weit überlegen ist. Ja, ja gut, aber das liegt einfach... Das lag in dem Fall jetzt einfach... Und Ralf darf gleich die nächste Schlacht dranhängen. Gegen Captain Maudusch. Ist die Frage, ob ich da nicht versuche, lieber wegzulaufen. So. Naja, ich sage jetzt mal, verlieren tue ich dadurch nichts. Ja, stimmt, du hast recht. Verlieren tue ich nichts. Rally to me, man! Ja, und dann ziehe ich mich lieber in die Stadt zurück und kämpfe den Kampf da. Oswald! Du bist scheiße, verpiss dich. Ja. Ich habe schon genug, die aussehen wie du. So, was will er eigentlich hier? Ich glaube, ihn habe ich nochmal in den Kondor runtergeschickt, genau. Approaching their dignitary. Warum da? Approaching their dignitary. So, Construction complete. Jawohl, die Dirt Roads in der Wildburg sind fertig. Endlich habe ich hier auch Dirt Roads. Wie sieht's denn eigentlich aus? Also allmählich geht's bergauf. Ja gut, jetzt dadurch, dass so viele Verbündete gestorben sind. Ja, daran könnte es liegen. Vielleicht hätte ich den Kampf doch machen sollen. Einfach, dass wieder ein paar Leute krepieren. Ich kann jetzt die ganzen Reiter halt nicht fortbilden, das ist so ätzend. Ich müsste hier echt mal die Garrison Quarters bauen, damit ich hier auch die Arrowling X-Men aus- und fortbilden kann. So, aber jetzt. Yes. Ach komm. As you command. Tja, es sollte nicht sein. Ah, Baldur. Hey, deine Leute sind ja wie die Karnickel, was ist denn da los? Ja, keine Ahnung. Oh, schau dir mal an, wie viele. Schau mal kurz, wie viele Kinder du schon hast. Nicht bei Liste, sondern bei Stammbaum. Dezent. Ganz, ganz dezent. Ja, scroll mal ein wenig weiter nach rechts. Na okay, ist nur noch eins. Wer heiratet denn Frecker? Ja, sie mit 37 und erst alter Knacker mit 60. Und Eowyn ist 33. Okay, sie ist 39. Eomund ist 44, 41. Theodwin. Wen hat er geheiratet? Morwen. 68. Schade, dass man die Fotos nicht auch ersetzen kann. Das geht leider nicht, oder zumindest habe ich die Möglichkeit noch nicht entdeckt. So, das heißt, wir können jetzt hier nur die Militia, die Helmingas können wir hier auch nicht fortbilden. Das ist halt echt ätzend. Ja gut, aber die Helmingas haben ja kaum Schaden genommen. Wenn ich hier mal Stables, dann kann ich hier auch nur Scouts fortbilden. Irgendwo habe ich doch mal ordentliche Stables in Auftrag gegeben. War das hier? Night Stables, nee. Da könnte ich, wenn in Edoras, ne? Bin mir jetzt gar nicht sicher, dass du das irgendwo schon mal gemacht hast. Die kosten auch 4.800. Ja. Gut, da muss ich noch ein bisschen drauf sparen. Ja. Aber ich bin jetzt erstmal dafür, Isengard muss sterben. Aber wie? Ein Frontalangriff auf Isengard wäre dämlich und würde mich höchstwahrscheinlich die komplette Streitmacht kosten, dich dorthin. Ja, momentan ja, aber ich sage jetzt mal, wenn du ein paar vielleicht aus Voldberg, ein paar, dann den Großteil aus der Voldburg und dann auch noch die, die jetzt noch Londen oder Londair oder wie auch immer halt das aus der Westennetweit dort halt. Ja, die muss ich danach aber erstmal zum Fortbilden schicken. Ich mach's jetzt mal so, ich habe hier ja recht viel, ich habe hier ja den Dior-Helm. Den werde ich jetzt mal zusammen mit bis hierhin, das reicht eigentlich locker. Ja. Den Rest kann ich zur Verteidigung hier lassen. Die schicke ich jetzt mal in die Fultburg rüber und die sollen da mal eine komplette Streitmacht aufstellen. Ja, genau. Also in Entwade, na, da könnte ich auch nur Militia. Die Militia geht mir dann echt auf den Keks, weil die können halt irgendwann gar nichts mehr. Ja. Die kann ich immer noch nicht retrainen. Ja gut, das Gute ist, dass die Gegner das ja ähnlich handhaben. Die haben ja auch keine gescheiten Truppen. The One Ring has been located. Urgent news, my lord. Our spies have reported that Sauron's mastering is kept by a general in Umbar. Super. If you want to acquire the One Ring, immediately direct the general and your forces to this settlement and conquer it before the One Ring is lost again. Super. Am anderen Ende der Welt. Da kommen wir ganz schnell hin. Ja, Umbar ist, war mir eh klar. Yes, my lord. Ah, was soll das in deinen Hinterhalt legen? Die sind sicher auf dem Wege Hartillen, wenn du dich in so einem Wald da versteckst. With honor. Ja, vielleicht lieber in dem hier. Cowardly ambush if need be. There is no glory. Dann käme ich in der nächsten Runde wieder zumindest nach Attilin zurück. So, und ihn kannst du es da keinen Wachturm bauen lassen, weil du minus 456 Gold hast. Kleinigkeit. Es nimmt halt zu, du müsstest so schnell wie möglich mal deine Armee da gennen. My lord. Auf geht's. My lord. Freunde, auf diesen Tag habt ihr doch nur gewartet.
Oh, jetzt werden es aber viele. Mach Night Attack, dann bist du... Ja. King, High King Elrond to the Just. Ja, er wird keine Chance haben. Angriff! So, Freunde, jetzt wird's ernst. Naja, das Problem ist halt jetzt, dass diese Armee aus Moria nicht rauskommt. Die ist jetzt ausgeschlossen vom Kampf. Ja gut, aber... Das ist, glaube ich, gar nicht so übel. Wait mal lieber ein bisschen, dass es wieder ein bisschen heller wird. Ja. Ja, wait nochmal, weil der Wind ist schlecht für die Bogenschützen. Okay. Ein letztes Mal. Jetzt so total scheiße.